In unserer ersten Folge sind wir die ganzen Sprachkonstrukte durchgegangen. Jetzt wollen wir den ersten Einstieg wagen in die Implementierung. Herr Fadi, haben Sie in Haskell gemacht. Warum? Das hat mehrere Gründe. Natürlich einmal, weil ich Haskell einfach mag. Aber vor allem auch ist ja das Lambda M eine funktionale Sprache und vor allem auch eine rein funktionale Sprache. Und es hat eine gewisse Eleganz, eine rein funktionale Sprache mit einer anderen rein funktionalen Programmiersprache zu implementieren. Zumal ja so ein Evaluator auch meistens ein reines Berechnungsproblem darstellt und nicht irgendwas mit grafischer Interaktion darstellt, bietet sich das eben an, mit einer funktionalen Implementierung zu machen. Ich glaube, wenn ich so unsere Unterhaltung dazu Revue passieren lasse, es ist ja auch das Schicke, Haskell hat ein striktes Typsystem, was sie nutzen, in einer Sprache, die das gerade noch nicht unterstützt. Das wird ja noch ein Witz sein, dass Lambda M sich weiter erweitern kann in die Richtung. Genau. Aber das ihnen hilft, diese Sprache auch konzeptuell sauber aufzusetzen. Und das, obwohl sie gerade noch kein statisches, striktes Typsystem haben. Ganz genau. Machen wir mal den Einstieg. Was sehen wir gerade auf dem Bildschirm? Oben die üblichen Imports, die man so in Haskell braucht. Und jetzt sind wir bei Zeile 13, Data Value. Worum geht es da? Genau, dieses Data Value, was wir hier sehen, ist die Definition des algebraischen Datentypens hier in Haskell. Und zwar des Wertes, der im Prinzip dann am Ende vom Evaluator zurückgegeben wird. Also Lambda M ist über einen Evaluator implementiert und nicht über einen Compiler, wird also nicht runterkompiliert auf eine maschinennahe Sprache. Und der Evaluator selbst wandelt dann im Prinzip einen Syntaxbaum in diese Wertstruktur um. Also alles, was wir eben an Sprachkonstrukten gesehen haben, wird evaluiert zu irgendeinem dieser möglichen Werte. Wir hatten ja ganz, wenn wir ganz unten gucken, wo auch der Cursor gerade blinkt, es gibt den Character, darüber den Integer, der als Num hier gezeichnet ist, das Tupel. Bis dahin soweit klar. Jetzt die anderen Sachen darüber werden interessant. Die müssen Sie erklären. Ganz genau. Also das haben Sie ja jetzt schon nochmal Revue passieren lassen. Das sind im Prinzip einfach die eingebauten Werte, die es so gibt. Und was vielleicht vorweg noch ein bisschen einfacher ist, ist dann zum Beispiel hier auch die Abstraktion. Also wie wir es vorhin schon auch gesehen haben, in den Beispielen gibt es ja die Möglichkeit, Funktionswerte, also Lambdas, zu schreiben. Und die werden eben so übersetzt vom Evaluator, dass er sich den Baum, den Syntaxbaum merkt, dieser Funktion, um den dann zu einem späteren Zeitpunkt erst auswerten zu können. Und eben auch den Kontext, in dem diese Funktion definiert wurde. Also da müssen wir gerade noch mal kurz Revue passieren lassen. Programmiersprachen werden immer in Bäume übersetzt, das machen Sie auch. Ganz genau, ja. Darum ist die Abstraktion, also das war unser Lambda-Ausdruck mit dem Pfeil. Das ist ein Baum. Context Value, was meinen Sie damit nochmal? Das müsste doch alles das sein, was davor in dem Innen steht. Ne? Habe ich das gerade richtig gedanklich sortiert? Kann man sich so vorstellen oder abstrakter einfach nur der Kontext, in dem das Lambda definiert wurde. Das heißt, alle Namen, die zu dem Zeitpunkt irgendwie verfügbar waren. Mhm. Okay. Und dieses Value, das ist einfach nur ein technischer Hintergrund. Dieser Kontext, der ist parametrisiert, ist einfach aus technischen also Gründen Kontext so. Das heißt Bindungswerte, ne, die ich da habe, die da vorliegen, oder? Ja, da stehen ein paar mehr Sachen drin, aber vor allem erstrangig natürlich die Variablen und die Werte, an die sie gebunden sind. Okay, dann gibt es ja noch viele andere spannende Sachen. Genau. Sie müssen aussuchen, was das nächste ist. Am besten, wenn wir jetzt gerade schon bei Abstraktionen waren. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, Funktionen zur Verfügung zu stellen in der Maschine auf einer nativeren Ebene, also native Funktionen, dafür steht dann letzten Endes NTV. Also die fest eingebaut sind, genau, in dem Interpretationsmodell. Ne? Ein richtig. Beispiel wäre zum Beispiel Addition, Subtraktion, Multiplikation, sowas. Ne? Ganz genau, das sind dann zum Beispiel die ganzen primitiven Rechenoperationen für die eingebauten Werte, denn die müssen natürlich von der Maschine mit zur Verfügung gestellt werden, wenn die Werte selbst fest eingebaut sind. Zum Beispiel dann plus, minus, mal geteilt.
Und hierbei hat so eine native Funktion dann in erster Linie einen Namen, damit man sie auch letzten Endes in irgendeiner Weise ausgeben kann. Und eben aber auch die Funktion, die dann letzten Endes den Wert berechnet. Und die ist ganz generisch gehalten, die nimmt einfach irgendeinen Wert an und gibt dann irgendeinen Wert zurück. Was dieses Eval bedeutet, das untergraben wir jetzt an der Stelle einfach mal, okay, und kommen da später drauf zurück. Sieht nämlich interessant aus, Eval, Value, Value. Das muss was Magisches machen. Was sollen wir jetzt nehmen? Als nächstes ist es vielleicht noch ganz interessant, wenn man sich hier schon das Tupel anguckt, dieses Scannen, ist mir kein besserer Name eingefallen. Das Scan steht im Prinzip für generische Daten, also hiermit ist letzten Endes sind Daten gemeint, die vom Benutzer in der Programmiersprache festgelegt werden, wie zum Beispiel dieses False und True, was wir schon gesehen haben, oder auch der Listenkonstruktor oder die leere Liste. Und die werden alle generalisiert, indem sie den Namen bekommen des Datenkonstruktors, zum Beispiel cons oder nil, und eben die Werte, auf die dieser Datenkonstruktor angewendet wurde. Okay, also gen steht eigentlich für, was soll man, Datenkonstruktoren? Ja, ja. Gut. Woran haben Sie gedacht, als Sie gen geschrieben haben? An generische Daten. Ja, generische Daten. Okay. Generisch ist so ein schönes, nichtssagendes Wort, aber im selben Moment auch zutreffend und ja, mir hat ein besserer Name gefehlt, aha, zu dem Zeitpunkt. So, jetzt haben wir in den letzten verbleibenden, das sind die ganz oben, Meta war lazy und ref, jedes Mal schon ein interessantes Konstrukt da drin, dieses IO ref. Wir denken jetzt mal gar nicht an Monaden, sondern versuchen nur zu erklären, was es meint, diese drei Konstrukte. Am besten fangen wir dabei mit dem LZY an, was für lazy stehen soll. Und zwar ist die Programmiersprache ja lazy, das heißt, Werte werden erst dann tatsächlich berechnet, wenn sie auch benötigt werden. Und um das zu realisieren, gibt es eben so einen Caching-Wert, der im Prinzip einmal weiß, wie der Wert berechnet wird und sich dann auch merken kann, ob er schon berechnet wurde oder noch nicht. Und dieses ref, dieses IOREF, das steht im Prinzip für eine Referenz. Das heißt, das ist im Prinzip eine Speicherstelle, wo entweder ein Wert da sein kann oder nicht. Eben je nachdem, ob das lazy schon ausgewertet wurde oder nicht. Sie nutzen da, wie soll ich das mal sagen, nichts anderes, einen Trick. Sie haben auch da ja eine Implementierungssprache, die selber lazy ist. Wie soll ich das gerade ausdrucken? Sie müssen ja dieses Konzept irgendwie transportieren in Ihre eigene Sprache und versuchen, das dann über die IO-Referenz zu machen. Oder habe ich es falsch kapiert? Diese IO-Ref bei dem Lazy ist vor allem dafür gedacht, dass ich an mehreren Stellen Lazy reden kann und ich es einmal an einer Stelle auswerten kann und dann auch an allen anderen Stellen mit ausgewertet ist. Der entscheidende Punkt ist also das Caching. Einmal evaluiert, ist der Wert für immer vorhanden. Genau, immer wenn ich vom selben Wert rede, dann ist er auch überall gleichzeitig da. Das ist besser ausgedrückt, weil wir hätten auch Laziness mit jedes Mal das ist der entscheidende Punkt. Also genau. Nicht permanent evaluieren, sondern einmal für immer. Genau, stimmt. Wenn ich das nicht machen wollte, dann würde das hier hinten komplett wegfallen. Dann würde es einfach reichen, dem Lazy zu sagen, wie es den Wert berechnen kann, wenn er gebraucht wird. Genau, da kommen wir auf den, glaube ich, jetzt fasse ich es auch selber besser, das ist eine Optimierung. Man hätte es nicht so machen müssen, aber spart Laufzeit. Genau. Mhm. Dann sehr ähnlich aufgebaut, sieht man ja hier schon, ist dieses Meta-Var. Das steht im Prinzip für Meta-Variable. Und ist eine Variable, das darf man jetzt nicht verwechseln mit den Variablen, die man so im Programm sieht, sondern eben wie das Wort schon sagt, das ist auf einer Metaebene, sie sind für den Programmierer gar nicht sichtbar, sondern die sind im Prinzip als Platzhalter gedacht. Also wann immer ich einen Wert an einen Namen binden möchte, dann wird erstmal dieser Name mit einem Platzhalter in dem jeweiligen Kontext eingetragen. Mhm. Und erst später wird dann dieser Platzhalter ersetzt und da sieht man dann auch wieder so eine Art von Caching durch den echten Wert, der an diesen Namen gebunden werden soll. In welchem Zusammenhang werden Sie das brauchen?
Das kommt beim Pattern Matching zum Einsatz. Ich habe es schon gewusst, aber... Ja. Da kommen wir dann auch später noch drauf zu sprechen. So, und jetzt gibt es noch die Ref. Genau, vielleicht kurz noch zur Meta-Variable, die trägt auch noch so einen Integer, aber der ist eigentlich nur da, um so ein Konzept von Identität einzuführen, dass man eben sagen kann, gut, zwei Meta-Variablen sind genau dann gleich, wenn ihr Integer, die ID, also gleich ist. Die ID, ja. So, und jetzt haben wir noch den Ref, der ist bleibt übrig. Genau, das Ref. Also da hole ich am besten noch ein bisschen weiter aus, und zwar in dem Lambda M gibt es ja auch Referenzen, die wir vielleicht auch später nochmal sehen. Und die werden aber so implementiert, dass es im Prinzip auf die Implementierungssprache abgeschoben wird. Und das sieht man hier im Prinzip einfach. Also das ist quasi die native Unterstützung für die Sprache, um eben Referenzen selbst zu implementieren. Da haben wir das, was ich eben irrtümlich meinte. Hier haben wir es richtig, wie das Konzept der Referenz einfach aus Haskell aus entliehen wird. Ne? Genau, das sieht man hier ganz gut. Das gibt es im Prinzip einfach weiter. Gut, das sind alles unsere verschiedenen Werte, die es gibt. Und jetzt kommt das Konzept der Evaluation. Das müssen wir noch bringen. Also alles, was wir eben in der ersten Folge schon gesehen haben, was ich so für Konstrukte hinschreiben kann, die finden intern eine Abbildung als Baum. Und wenn ich das evaluiere, dann kommt da ein solcher Datenwert raus, korrekt? Genau, also es ist im Prinzip, der Evaluator ist einfach nur eine Funktion, die so einen Syntaxbaum annimmt und ihn in so einen Wert, wie wir es hier sehen, transformiert. Ist das ein Syntaxbaum? Ein abstrakter Syntaxbaum, nehme ich an, oder? Ja, ja. Genau. jetzt haben wir auf unserer Liste hier semantische Werte des Evaluators. Wollen wir so ein paar Punkte durchgehen? Genau, dann am besten mit einer kleinen Vorführung, die ja im ersten Video dann noch flach gefallen ist. Hoch. Genau. Also, was zum Beispiel nicht überraschend wäre, tippt man eine Zahl ein. Genau, können wir mal machen. Und dann kommt Enter. Die Zahl zurück. Vielleicht noch kurz vorweg, das, worin wir uns hier jetzt befinden, ist die REPL. Also, wenn man die Sprache ausführt mit dem jeweiligen Run-Befehl, dann landet man direkt in so einer REPL, wo man Ausdrücke eingeben kann und die werden dann evaluiert. Und vorher wird immer noch vor die Zeile, die man hier eingibt, die Prelude, zu der wir später noch kommen, wird einfach davor prepended. Was die Sprache um hilfreiche Funktionen, Konstrukte, Datenkonstruktoren und sowas erweitert. Also sowas wie eine Zahl ist völlig simpel. Auch der Baum, der zu einer Null entsteht, ist ziemlich primitiv. Was sollen wir uns mal anschauen? Vielleicht erstmal eine Addition zum Beispiel, dass man auch sieht, dass da tatsächlich sich irgendwas bewegt. Das Ganze hatten wir schon im ersten Video erklärt. Die Funktionen werden Präfix geschrieben, das heißt auch der binäre Operator plus wird vor seinen Argumenten geschrieben. Auch dieser Baum besteht vermutlich nur aus einem einzigen Knoten, oder? Ja, so fast. Wir haben hier die Funktionsanwendung plus auf, also plus ist eine native Funktion, was wir eben hatten. Also auch das wird bei Ihnen evaluiert. Ja, wir haben doch hier bei Ihnen den berühmten Eintupel, über den wir uns schon mal im Vorfeld unterhalten haben, oder? Wobei an dieser Stelle noch nicht, noch nicht. Okay. Weil wir noch überhaupt keine Klammern gesetzt haben. Das müssen unsere Zuschauer jetzt gerade nicht verstehen. Gut. Okay, wir haben hier ein Plus, eine Funktion mit zwei Argumenten. Die Funktion wird angewendet, gibt die 5. Genau. Auf Syntaxbaumebene kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass eben das Plus und die 2 erstmal, dass das Plus erstmal nur auf die 2 angewendet wird und das Ganze gibt dann wieder, so wie man das bei gecurryten Funktionen kennt, gibt dann erstmal wieder eine Funktion zurück, die dann noch das zweite Argument, nämlich die 3, erwartet. Ja, das ist wichtig, dass Sie das erwähnen, dass tatsächlich genauso wie in Haskell, dass das Currying als Konzept eingebaut ist, dass man eine Funktion, die 2 Argumente erwartet, auch mit einem aufrufen kann und dann, wie Sie so schön sagten, genau, plus 5. Und darauf könnte man jetzt das nächste Argument anwenden. Geht das bei Ihnen jetzt? Nee, er behält sich nicht den Zustand. Also das geht jetzt natürlich nicht mehr, aber ich könnte jetzt noch eine andere Zahl dazu packen und dann rechnet er es auch auf. Oder wir könnten klammern, ne? Dann wird man das sehen, oder? Plus 5 geklammert und dann die 4 drauf. Genau.
So, da würden wir das erzwingen, dass plus 5 erst zu einer Funktion evaluiert und dann die 4 dazu nimmt. Das ist jetzt gerade optisch nicht so schön sichtbar, aber so funktioniert es intern. Genau, intern ist das auch identisch, die Syntaxbäume dafür. Mhm. Nächstes Beispiel, was hätten wir denn? Zum Beispiel mal eine Variable können wir mal einführen mit einem Let. Das hatten wir ja auch schon im ersten Video mal gezeigt. Da können wir zum Beispiel mal dieses 2 plus 3 dran binden und dieses a einfach zurückgeben. Und da ist es jetzt so, dass der Wert, der für diesen gesamten Ausdruck zurückkommt, ist das, was hier hinten im Prinzip steht, unter dem Kontext, den dieses Let eben einführt. Mhm. Und da dieses Let das a einführt, was dann aus plus 2, 3 besteht, müssen wir jetzt hier eigentlich auch wieder eine 5 stehen haben. Genau. So ist es auch. Ich bin überrascht. Ich habe gerade das Gefühl, wir brauchen nicht weiter da so durchzugehen. Ich glaube, den meisten sollte klar sein, nach dem, was wir in der ersten Folge hatten, dass es jetzt diese internen Datentypen gibt, auf denen diese syntaktischen Konstrukte evaluiert, übersetzt werden, dass das auch wieder Bäume sind, die zu Datenwerten führen. Wie viel Zeit haben wir verbraucht? Wir müssen mal kurz gucken. 16. Wir machen mal eben Pause und gleich in der nächsten Folge reden wir mal über das Konzept der Monaden, damit wir das schön isoliert haben. Einverstanden? Ja, machen wir so. Wir haben kurz revidiert. Wir schauen uns noch die Fakultätsfunktion an, auf Englisch immer Factorial genannt. Wie sieht die aus? Warum funktioniert die so, wie sie ist? Gut, zum einen, weil auf Wikipedia die Definition steht und man das so abschreiben kann. Nee, also die Fakultätsfunktion ist auch wieder über so ein Let-Binding realisiert. Da weisen wir dem Ganzen einfach hier so eine Abstraktion zu. Ich noch mal ganz kurz, das, was jetzt gehighlightet ist, ist genau die Funktion, dass die rechte Seite von dem Gleich und auf der linken Seite steht Factorial, das ist also die Variable, die wird gebunden an diese Funktion, die wir gehighlightet haben. Genau. Die erwartet ein Argument n. Und dann, wie geht es weiter? Genau, dieses Match-Konstrukt, das hatten wir ja schon im ersten Video gezeigt, das matcht jetzt im Prinzip auf den Wert, der n ist. Und da gibt es genau zwei Fälle, nämlich einmal kann n 0 sein, dann geben wir eine 1 zurück. Und in jedem anderen Fall multiplizieren wir n hier mit der Fakultätszahl minus 1. Das ist jetzt rekursiv. Man könnte sich auch vorstellen, dass man ein if verwendet. Das müsste man zum Beispiel mit match dann realisieren. Könnte man ein if einbauen. So, das haben sie auch gemacht. Aber hier ist schön, die Basiskonstrukte, die man hat, alle, die wir bisher besprochen haben, kommen darin vor. Können wir das in der REPL auch noch sehen? REPL steht übrigens für Read, Evaluate, Print Loop. Also unsere ausführbare. Tatsächlich kommt 120 vor, Sie haben das gar nicht. Doch, ist abgespeichert, alles gleich. Sie zeigen noch die alte Implementierung. Davor hatten wir nämlich eine andere Implementierung da stehen. Also die Fakultät von 5 ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das kommt ungefähr hin, das sind 120. Sollte ziemlich genau stimmen, ja. Ja, das Ganze hoch. Jetzt tippe ich hier an der falschen Stelle. Reine Berechnungen gehen auch noch relativ fix. Da kann man auch größere Zahlen mal ausprobieren. Ob die jetzt stimmt, wollte ich nicht nachrechnen. Zumindest nicht per Hand. Gehen wir einfach mal an der Stelle von aus. Ja. Gut, dann setzen wir jetzt an dieser Stelle mal den Cut. Das als Einführung in so relativ einfache Sachen. Wir kommen gleich in der nächsten kurzen Folge, erzählen wir etwas zu Monaden, weil die ein besonderes Konzept sind, die auch in Lambda M eine Berücksichtigung erfahren. Und das schauen wir uns gleich an.